Burg Hohenfels. Verwandelt in eine Schule der 50er Jahre. Strenge Regeln, karge Zimmer und harte Lehrer. Wir wollten den Multiplikation- und Divisionsaufgaben lösen, wenn hätte man das einfache M1 kennt. Froh zu sein, froh zu sein. Diese Fragen da, die waren ja zum Teil wirklich nicht schwer. Das waren ja ganz einfache Dinge, also Dinge, die man wirklich wissen muss. So, kommt ihr bitte hier rein. Alle vier aufstellen hier. Die Disziplin beginnt schon mit der Geräuschlosigkeit. Und wenn du eine Antwort geben möchtest, dann stehst du bitte auf! Boah, es ist echt übelst hart. Ich hab mir schon gedacht, dass es echt schwer wird hier. Aber dass es so übelst hart wird, hätte ich mir nicht vorgestellt. Der Tag der Ankunft. 24 Schüler der 10. Klasse haben sich für eine Zeitreise in die Vergangenheit entschieden. 4 Wochen Leben und Lernen in der harten Schule der 50er Jahre. Ich habe es mir hier ganz anders vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Ja. Das ist ja schon die Einzige hier, die ein bisschen so voll vercheckt ist. Ja. Also wie du gesagt hast, das vermisst ihr meine Verchecktheit. Aus ganz Deutschland treffen sich die 16- bis 17-Jährigen jetzt zum ersten Mal. Ein paar Mädels habe ich schon gesehen, die mir gefallen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das sind wenige. Weil einige Mädchen auch ziemlich, ja, keine Ahnung, kommen arrogant rüber, aber ich glaube, das ist nur der erste Eindruck. Ich will mal gucken, wie die so sind, aber das wird sich jetzt herausstellen in den nächsten Tagen. Deswegen mal gucken, was sich herausstellen wird. Wie fühlen sich die anderen? Schiss vor irgendwas habe ich eigentlich nicht, nur halt ohne mein Handy. Das weiß ich immer noch nicht, wie ich das aushalten soll. Ja, ich bin aufgeregt. Ist klar, ich bin voll aufgeregt, total nervös. Mit Recht. Statt der verdienten Schulferien bekommen jetzt alle eine erste Lektion von Rektor Fairford erteilt. Papa! Meine Damen und Herren, liebe Schüler, ich darf Sie und euch auch im Namen meines Kollegiums auf Burg Hohenfels willkommen heißen. Und nun habt ihr genau 3 Minuten Zeit, euch von euren Angehörigen zu verabschieden. Genau 3 Minuten. Zeit für Gefühle. Tränen fließen beim Abschied von Freunden und Eltern. Vom lockeren Leben mit Computer und Clique. Was erwartet die Gymnasiasten? Die Trennung fällt sichtlich schwer, denn sie ahnen schon, was auf sie zukommt. Zucht und Ordnung, karges Essen, dazu ganz viel Disziplin und Fleiß. Und die Aussicht auf strenges Pauken im Unterricht, natürlich in Schuluniform. Manche bekommen Angst vor der eigenen Courage, denn die 50er Jahre rücken immer näher. Trennt euch sofort von euren Angehörigen. Wir gehen jetzt gemeinsam zur Burg. Dazu versammeln wir uns draußen vor der Tür. Alle Lehrer hatten die Schule der 50er selbst erlebt. Die 50er Jahre gelten als das letzte Jahrzehnt, in dem an deutschen Schulen noch Zucht und Ordnung herrschte. Disziplin und Drill waren wichtiger als schulische Reformen. Und das Internatsleben war geprägt von der Bescheidenheit der Nachkriegsjahre. Die Lehrer referierten oder demonstrierten. Und die Schüler hatten zu schweigen, bis sie gefragt wurden. Ungehorsam und Stören wurden mit harten Strafen geahndet. Die Entscheidungen der Lehrer waren Gesetz. Nur 1/3 aller Schüler, die eine höhere Schule besuchten, schafften am Ende auch das Abitur. Der Name Burg Hohenfels steht für Leistung, Disziplin und sittliche Reife. Für einige von euch wird es eine harte Umstellung, eine harte Schule. Von jedem Einzelnen von euch
verlange ich unbedingte Disziplin und absoluten Gehorsam gegenüber allen Verantwortlichen. Wir werden gleich zur Verteilung der Schulkleidung kommen. Dazu möchte ich ein paar Worte sagen. Mit der Schulkleidung werdet ihr den Geist dieser Schule überstreifen. Ihr werdet nach ihren Regeln leben und werdet euch so benehmen, wie es eines Schülers von Hohenfels würdig ist. Regelkodex in Kurzfassung: Strafen. Zu allen Gelegenheiten des planmäßigen Tagesablaufs gelten folgende Pünktlichkeitsregeln. Bei Unpünktlichkeit unter 5 Minuten gibt es ein Ex. Kurz zur Erläuterung. Eine Ex ist eine Strafrunde um den Sportplatz, selbstverständlich in eurer Freizeit am Samstag. Bei Unpünktlichkeit über 5 Minuten oder versäumten Versammlungen entscheidet der Lehrer oder der Direktor über die Sanktion. Ordnung. Bei Unordnung im Zimmer wird das gesamte Zimmer zur Verantwortung gezogen. Den Schülern ist das Rauchen und Konsumieren von Alkohol strengstens untersagt. Der Einzug ins Internat. Eingeschüchtert und schweigsam folgen die Schüler Frau Becker zu den Schlafräumen. Sie und Herr Schweiger sind die Mentoren und somit Ansprechpartner und Bezugspersonen, schlafen selbst im Wohnbereich der Schüler und sorgen dafür, dass Ordnung und Disziplin herrschen. Ich darf euch bitten, eure Schuluniformen jetzt anzuziehen. Ich bitte darauf zu achten, dass die Blusen oben gut geknöpft sind. Wir brauchen zur Schuluniform, die wir jetzt dann anziehen, die Unterwäsche, die seht ihr. Dann Socken, das sind diese karierten Socken, die gehören zur Schuluniform. Und wichtig, diese Schuhe. Das sind diese schönen schwarzen Schuhe. Bei den Mädchen macht sich wegen der Schuluniform eine Mischung aus Entsetzen und Belustigung breit. Regencape, Feinripp-Unterhosen, alles in XXL. Maximode statt bauchfrei. Das fällt bei den jungen Damen glatt durch. Ganz ehrlich, so was Schreckliches haben wir noch nicht gesehen. Alleine, wenn man sich diese Schlümpfe anguckt. Auch die Jungs geben den Uniformen, die bis ins Detail der Kleidung von 1954 entsprechen, schlechte Noten. Da kannst du eine Windel irgendwie einpacken oder so. Das kann ja nicht. Abgesehen vom Aussehen gibt es auch noch Probleme mit der richtigen Handhabung. Denn Hosenträger wie diese sind heutzutage bei Jugendlichen rar geworden. Dabei waren sie damals der letzte Schrei. Ich komme nicht ganz mit allem klar, weil ich wusste am Anfang auch gar nicht, wo das hier hinkommt. Und ich wusste gar nicht, dass das hier noch Knöpfe hat und alles. Also ich muss mich erst noch zurechtfinden. Das ist ja Horror. Das ist doch viel zu warm. Besonders Kira trifft die modische Umstellung zum Fräulein-Wunder der 50er. Ich bin Kira, bin 16 Jahre alt und wohne in Böblingen. Also ich bin, denke ich, übelst dickköpfig. Ich bin manchmal ziemlich zickig auch. Und ich denke, ich könnte manchmal ein bisschen eingebildet wirken. Die ist sehr offen und sie sagt eigentlich immer ihre Meinung, auch wenn es manchen Leuten vielleicht nicht immer ganz so passt. Was sie anzieht, ist eines von Kira ihren wichtigsten Sachen im Leben. Meine Klamotten sind sozusagen mein Heiligtum. Also das kann ich nicht haben, wenn die irgendwie dreckig sind oder so. Also sie kann sich ziemlich oft umziehen. Und bevor sie in die Schule geht, hat sie, glaube ich, den Kleiderschrank 5-mal durch, bis sie das findet, mit dem sie wirklich zufrieden ist. Schuluniform finde ich richtig klasse, das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Sieht das scheiße aus. Um Gottes Willen, wie ist der so richtig, so dass der an der Seite kommt? Der Kleine? Um Gottes Willen, sieht das scheiße aus. Ja, Jungs, Puma-Socken gegen karierte Golfsocken. So ist das. Und jetzt muss dieser Teil durch diese entstandene Öse, kann man sagen, müssen wir die da vorne durchführen. Bei der Kragen gehört nach unten. Also keine Spielzeit, diese Uniform, gell? Ja?